Das Auto verliert massiv Öl aus dem Loch von der Landersonde. Wie soll an dem Loch oder an der Landersonde selber Öl rauskommen? Ja, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video im Autozentrum Duisburg. Heute gibt es eine Kundenstory. Wir haben was erlebt, beziehungsweise ich habe was erlebt letzte Woche. Eine Reklamation. Und bei Reklamationen ist es in der Regel immer so bei Autohändlern, wenn dich der Kunde im Nachhinein dann anruft und nach einem halben Jahr was kaputt ist. Der Kunde immer aufgebracht, nervös, Auto kaputt, Auto erst neu gekauft. In dem Falle handelt es sich hier um einen Opel Corsa D Automatik mit dem 1,2 Liter Motor. Und ja, es sollte halt ein massiver Ölverlust vorliegen. Und aufgrund dessen hat mich die Kundin natürlich angerufen. Das Auto war auch schon in einer Werkstatt gewesen, beziehungsweise an der Tankstelle in der Werkstatt gewesen. Und Aussage, die wirklich komisch war an der Tankstelle, ich hatte mit dem Mann von der Tankstelle, die mit Tankstelle gehört oder die Werkstatt gehört, wie auch immer, keine Ahnung, hatte ich telefoniert. Und Aussage des Mannes war am Telefon zu mir, das Auto verliert massiv Öl aus dem Loch von der Landersonde. Keine Ahnung, habe ich so noch nie gehört. Ne? Klar kann Auto Öl verlieren aus allen möglichen Löchern, Bohrungen, Öffnungen, Kabeln, sonst irgendwas. Dichtungen natürlich vor allem, aber dass ein Fahrzeug, wenn ihr euch ein bisschen auskennt, für die Leute, die jetzt das Video schauen, das Öl aus dem Loch von der Landersonde kommt, das kann ich euch mal zeigen, kommt mal mit. Die Landersonde sitzt ja zentral hier direkt am Krümmer, das ist die Landersonde. Ne? Ihr wisst, wie eine Landersonde aussieht und jetzt frage ich mich, habe ich mich auch direkt am Telefon gefragt, wie soll an dem Loch oder an der Landersonde selber Öl rauskommen? Ich weiß es nicht. Ist technisch meiner Meinung nach überhaupt gar nicht möglich, weil klar kann das Auto irgendwie Öl verbrennen, aber dann geht es halt in Rauch auf und kommt halt hinten raus und ja, kommt halt kein, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Also geht auf jeden Fall nicht. Das war schon komisch. So, die Kundin war natürlich aufgebracht, war Freitagnachmittag 17 Uhr gewesen. Ich saß hier im Büro, habe mit der Kundin telefoniert und was natürlich auch Aussage von der Kundin war, was auch komisch ist oder uns immer Sachen zu unterstellen ist, Sie haben ja bei Verkauf einen Ölwechsel gemacht. Wie kann das sein, dass das Auto jetzt Öl verliert? Das wird dir dann halt als Autohändler unterstellt. Und das habe ich die Kunden natürlich auch gefragt. Die sind ja da in der Werkstatt. Hat das Auto die Ölablassschraube verloren? Ist der Ölfilter weggeflogen? Das ist ja das, was ich dann jetzt hier als Arbeit mehr oder weniger gemacht habe. Dann wird das Auto wahrscheinlich gar nicht mehr fahren. Also Motor läuft noch ganz normal, zeige ich euch auch gleich. Und was natürlich jetzt kaputt ist, ist der Öldruckschalter. Und der Öldruckschalter ist eine ganz gängige Sache bei diesen Opel-Motoren. Das wisst ihr. Egal, ob man jetzt einen Corsa fährt, ob man einen Meriva fährt, wo gibt es das noch, Agila oder sonst wo, sind halt diese Öldruckschalter verbaut. Das ist dafür halt da, dass wenn du keinen Öldruck mehr in deinem Auto hast, dass dir quasi innen drin dann diese rote Öllampe angeht. Also da, das macht quasi so vereinfacht gesagt dieser Schalter. So, der Schalter sitzt an, ich hole mal eine Lampe dazu, Moment. Also dieser Öldruckschalter, dieser besagte Öldruckschalter sitzt an der Stelle. Ne? Kommt man also super dran, ist ein Kabel drauf, kann ich euch auch hier schon mal zeigen. Man sieht das hier wunderbar, es ist alles natürlich verölt und dieser Öldruckschalter verliert massiv Öl. So, ich zeige euch das jetzt nochmal, dass das auch wirklich massiv ist. Ich mache das Auto mal an und dann können wir mal sehen, wie das Öl da raus drauf ist, damit ihr mal eine Vorstellung habt, was in dem Falle passiert. So, aufgepasst, ich starte den Motor. Und dann werden wir jetzt wahrscheinlich mal ein bisschen warten müssen, bis Öldruck aufgebaut ist. Ich komme mal wieder rum hier. Und dann könnt ihr jetzt hier schon sehen, ich halte mal meine Hand runter, wie viel Öl da halt rausläuft. Ne? Also das ist ordentlich. Die Kundin hat es natürlich in dem Falle natürlich richtig gemacht, ist direkt irgendwo in eine Werkstatt gefahren, wollte mit dem Auto natürlich auch nicht mehr weiterfahren. Das muss ich der Kundin wirklich zugutekommen lassen. Das hat sie gut gemacht, das machen die meisten nicht. Die meisten fahren ja dann in der Regel, bis gar nichts mehr geht. Also da kommt ordentlich Öl rausgelaufen. Ist auch von unten alles verölt. Ich hätte hier auch schon, damit wir uns das Autohaus nicht versauen, auch schon Pappe drunter gelegt. Oh, die Hände jetzt hier ein bisschen sauber. Ja, das ist der Schaden. Ne? Ist kein großer Schaden. Wieso ist das kein großer Schaden? Weil dieser Öldruckschalter irgendwas zwischen 5 und 10 Euro kostet. Und in der Regel einfach getauscht ist. Ne? Jetzt hatten wir halt das Problem, das war am anderen Ende von Duisburg. Das Auto musste jetzt mit dem ADAC, mit dem Schlepper zu uns geschleppt werden. Die Kundin hat natürlich heute kein Auto, heute ist Montag, die muss natürlich zur Arbeit, die war natürlich nicht begeistert. Aber
ich frage mich, wieso kann diese Werkstatt, dieses gängige Teil, was eigentlich jeder weiß, wenn man ein bisschen schraubt, hat man sowas schon mal getauscht. Und Diagnose war ja in dem Fall jetzt auch nicht wirklich schwierig. Wieso kann die Werkstatt das Teil nicht tauschen? Ich weiß es nicht. Ich zeige euch jetzt noch, wie man diesen Öldruckschalter wechselt. Braucht dafür ein 24er Ringmaul, eine 24er Nuss, einen 24er geköpften, wie auch immer. Ich mache noch mal ein bisschen Licht hier hin. Wir haben eine Metallhaube hier. So, Öldruckschalter solltet ihr sehen. Du kommst mal von der Seite mit der Kamera. Ich glaube, dann kannst du das besser sehen. Geht man einfach drauf. So, der ist gelöst. Ist eh alles verölt, also lasse ich jetzt auch rauslaufen weiter. Drehen wir den alten raus. Da wird jetzt noch ein Schwall Öl rauskommen, vermute ich mal. So, ne, seht ihr, läuft noch ein bisschen Öl raus. So sieht der alte Schalter aus. Der ist halt kaputt. So sieht das aus. Den legen wir jetzt mal an die Seite. Und das ist quasi wie eine Schraube rein- und rausschrauben. Den neuen nimmt man jetzt, den dreht man wieder rein. Da ist ein Dichtring drauf, den zieht man handfest, macht den Stecker drauf und dann hat sich das schon erledigt. Ne? Dann wäre die Weiterfahrt jetzt an der Stelle bei der Kundin natürlich letzte Woche möglich gewesen. Die hätte heute zur Arbeit fahren können. Aber die Aussage der Werkstatt war ja gewesen, dass das Öl aus dem Loch von der Landersonde kommt. Und ganz nebenbei, Filme auf mich, hat die Kundin, nicht die Kundin, die ADAC-Fahrerin, schöne Grüße an der Stelle, war eine nette ADAC-Fahrerin, die uns das Auto hier vorbeigebracht hat, hat mir gesagt, dass sie wohl öfters von dieser besagten Tankstelle, wo die auch immer ist, Fahrzeuge wegschleppt, weil da halt Fahrzeuge angefangen werden zu reparieren. Oder irgendwelche komischen Diagnosen gestellt und die Fahrzeuge dann, wie zu uns jetzt hier, halt in vernünftige Werkstätten kommen, wo die Fahrzeuge dann repariert werden, weil derjenige, der diese Tankstelle betreibt, wohl das dann irgendwie nicht auf der Kette kriegt, wie auch immer. Also ich weiß nicht, wie man das jetzt hier als Schrauber nicht auf der Kette kriegen kann. Das kann mehr oder weniger jeder machen. So, wir nehmen jetzt hier nochmal die Lampe. Was natürlich wichtig ist, was ich jetzt hier nicht so mache, dafür fahre ich jetzt gleich nochmal runter in die Werkstatt, weil sonst gibt das hier eine Sauerei. Die Stecker natürlich alle vernünftig mit Bremsenreiniger sauber machen. Alles da, wo natürlich jetzt Öl dran hängt, unten drunter mit Öl sauber machen. Und dafür nutzen wir oder alle eigentlich in der Werkstatt Bremsenreiniger. Ne? Verlinke ich euch unten natürlich in der Videobeschreibung. Sollte man zum Reinigen für die ganze Sauerei jetzt hier ein bis zwei Dosen haben, ein bisschen Druckluft natürlich haben, damit das ablüften kann. So, an der Stelle nochmal ein kurzer Break. Ich habe dann doch was Wichtiges jetzt im Video vergessen. Das will ich euch nochmal sagen bzw. mitteilen, weil sonst von euch wieder Klugscheißer unterwegs sind, die sagen, ha, das muss man aber so oder so machen. Deswegen natürlich nochmal eine kurze Sache. Ich glaube, das habe ich vergessen. Deswegen reiche ich das jetzt hier nochmal ganz kurz nach. Ich war jetzt in der Werkstatt unten, habe alles picobello sauber gemacht. Bei dem einen oder anderen, je nachdem wie lange dieser Öldruckschalter natürlich kaputt ist und das Öl in den Kabelbaum, in den Kabelbaum kann man sagen, reinpumpt, ist halt das Problem, dass zum Beispiel relativ oft am Stecker vom Steuergerät, am Drosselklappenteil, am Klimakompressor unten eventuell oder an irgendwelchen Steckern, wo das halt reinpumpt, dann halt Öl ist. Ne? Also ich habe das jetzt so gemacht, ich habe hier verschiedene Stecker abgezogen. Bei mir war jetzt kein Öl drin, also ich vermute mal, dass der Schaden jetzt noch nicht lange vorlag und deswegen natürlich noch kein Öl im Kabelbaum drin ist. Habe das jetzt hier vorne richtig vernünftig sauber gemacht. Es kann aber sein, habe ich auch schon mal gehabt, dass das Öl natürlich bis zum Steuergerät hinten durchläuft und dass die Stecker alle vernünftig gereinigt werden müssen. Deswegen, für alle Klugscheißer da draußen, die sonst wieder irgendwas unter das Video schreiben, zieht verschiedene Stecker vom Motorkabelbaum ab, schaut, ob die ölfeucht sind. Wenn die ölfeucht sind, müssen die natürlich gereinigt werden. So, das war's eigentlich, das wollte ich euch jetzt hier zwischendurch noch mal kurz mitteilen. Und den Öldruckschalter, den richtigen Öldruckschalter zu diesem Fahrzeug hier, wie gesagt, das ist ein 1,2 Liter Motor gewesen, ne, ein 1,4 Liter Motor, gar nicht, ein 1,4er ist das. Also der ist jetzt hier von Heller. Baut da auch keinen billigen rein. Ne? Also mit den billigen habe ich die Erfahrung gemacht, die halten dann auch nicht wirklich lange. Das heißt nicht, dass dieser Heller auch nicht mehr kaputt gehen kann. Also dieser Heller kann auch kaputt gehen. Aber wie gesagt, da packe ich euch Link unten in die Videobeschreibung. Kostet irgendwie zwischen 5 und 10 Euro. Also ne? Wie gesagt, in 10 Minuten repariert. Klar, das Sauber machen, die Sauerei, die dauert natürlich jetzt noch ein bisschen hier.
Aber im Großen und Ganzen kann man das schon selber machen. Ich sehe jetzt schon aus wie Sau hier, die ganzen Finger verölt, aber wie gesagt, ist nicht schlimm. So, das war es eigentlich, was ich euch sagen wollte. Ja, wie gesagt, kuriose Kundenstory, das erleben wir hier auch. Fahrzeug natürlich nicht viel gelaufen. Dann haben wir im Juni oder Juli verkauft. Und die Kundin ist jetzt, habe ich gerade geschaut, zwischen 4.000 und 5.000 Kilometer gefahren. Und dass sowas natürlich passieren kann, kann auch morgen der Reifen platzen, hört sich zwar doof an, ne? Oder sonst irgendwas kaputt gehen an so einem Fahrzeug. Ja, man steckt halt da einfach nicht drin. Und wenn wir natürlich jetzt wissen oder wissen würden oder ich Hellseher wäre, dann hätte ich natürlich bei Verkauf, wenn ich genau wüsste, dass in 4.000 bis 5.000 Kilometer dieser besagte Öldruckschalter kaputt geht, hätte ich natürlich einen neuen reingemacht, weil er natürlich kein Geld kostet. Und das ist halt eine Krankheit bei den Fahrzeugen. Selbst der wird wahrscheinlich im Laufe des Autolebens irgendwann nochmal kaputt gehen. Ja, so sieht's aus. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, habt was gelernt bei dem Video. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.